So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute also Frozen, The Freefall, ein Spiel auf der PlayStation 4, auch für Handy und andere Konsolen rausgekommen, beziehungsweise PC. Ja, meine Aufgabe an mich selbst gerichtet, alle Trophäen in diesem Casual Game zu holen, was eigentlich ziemlich schwierig ist. Man braucht zum Beispiel hier 500 Sterne, die man über die Level hier sammeln kann. 439 habe ich bereits. Man kann höchstens 3 Sterne im Level sammeln, das heißt bei 177 bin ich, also wenn ich überall 3 Sterne hätte, dann würde ich über die 500 kommen und ja. Weil es absolut schwer wird, irgendwann ab Level 177, würde ich hier einfach nochmal zurück auf Start gehen und einfach mal die Level von ganz Anfang an durchscrollen, ob ich wirklich überall 3 Sterne dann habe. Und wenn nicht, probiere ich es einfach nochmal, um besser zu werden. Wie zum Beispiel hier. Ah, das machen wir doch gleich. Ja, Frozen Freefall ist ein typisches Candy Crush. Man wählt erstmal hier einen Begleiter, der dann bestimmte Eigenschaften hat, die einem helfen, das Spielfeld leichter zu meistern. Ja, und hier haben wir auch schon ein kleines Feld. Links oben sehen wir die Züge, auch die Punkte. Hier ist die Eigenschaft, die dieses kleine... Oh, dieser lachende, kleine, knuffige Typ da, der einfach aufs Spielfeld zeigt, dass ich ihn nicht anschauen soll, sondern eher spielen soll. Ja, okay. Genau, links sind so die Boni, die man haben kann. Hier Eispickel, damit kann man eine bestimmte Sache auf dem Feld zerstören. Oder der Schneeball gibt einem 5 weitere Züge. Und ja, hier oben sehen wir diesen Königsapfel, diesen praktisch, der muss nach unten fallen, das heißt diese Eisblöcke und alles andere muss zerstört werden, damit der eben hier nach unten gleiten kann. Und ja, momentan können wir nur das hier machen, was nicht so spannend war. Jetzt aber können wir hier schon anliegende Diamanten zerstören und ja, das Eis bricht somit weg. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Zack, und jetzt müssen wir das bloß noch nach unten kriegen. Ja, und somit haben wir den ersten schon zu Fall gebracht. Hier oben, also praktisch, vielleicht sieht man das ganz klein, sind hier noch so kleine Pfeile, bei denen dann diese Items hier runterfallen. Das war sehr cool. Wenn man 5 einer Farbe zusammenbekommt, kriegt man eben so einen Stern, der dann beim nächsten Zug alle der Farbe, die man dann auswählt, dann eliminiert. Ja, und somit ist das Level geschafft. Somit Freefall. Oben sieht man dann noch die Punkteleiste steigen und ich habe 3 Schneeflocken. Ja. Bekommen. Das heißt, wir haben uns verbessert von 2 auf 3 Sternen. Man kriegt nämlich von den Restzügen immer noch ein paar Punkte dazu, die einen dann noch ziemlich hoch pushen. Ja, und so können wir das jetzt immer weitermachen. Wir haben übrigens 5 Leben. Das ist so typisch. Sind deine Leben verbraucht? Warte wieder eine halbe Stunde und dann nach der halben Stunde kriegt man eben ein Leben dazu oder man zahlt Geld dafür. Ja. So sind diese Spiele. Es ist ja ein kostenloses Spiel, darf man nichts sagen. Aber trotzdem, man kann halt sehr in die Miese gehen vom Geld her, wenn man sich wirklich da reinsteift, also versteift. Und Geld dafür zu zahlen, ist nicht unbedingt. Ja, man kriegt bessere Spiele, ganz klar. Seh, welche spielt denn so ein Spiel? Außer ich. Ja. Nee, man kann schön Trophäen sammeln, also wie gesagt. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir haben nur noch 15 Züge und ich mache immer gerne einfach so mal wild drauf los, ohne zu überlegen. Und dann klappt es öfters doch mal nicht. Hm.
Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass man mich hier sieht, während ich spiele. Jetzt kann ich keine Grimassen mehr machen oder derartige... Ach, was weiß ich. Aber lachen kann ich nicht. Na, das sieht, glaube ich, nicht so goldig aus. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wenn er uns das auch schon vorschlägt, warum dann auch nicht gleich tun? Das ist zum Beispiel ganz cool hier. Also wenn man diese Kombi benutzt, also wir haben hier diese weißen Striche, die gehen von oben nach unten. Das heißt, mal die ganze Spalte wird eliminiert. Das, dieses Schneeflockensymbol ist eine Art Bombe. Also alle Felder, die hier außenrum an diesen Diamanten hier anliegen, die werden auch eliminiert. Ja, was ziemlich cool ist. Ich schaue jetzt, dass die so weit wie runter wie möglich gehen. Und dann kann ich hier... das war jetzt doch nicht so gut. Nee, doch. Und jetzt kann ich hier praktisch... Oh, da oben ist noch einer. Mist. Ja, den muss ich jetzt irgendwie natürlich auch noch schaffen. Mein Ziel war übrigens diese hinterlegten, das sieht man hier eigentlich ganz schlecht, aber da das ist ein bisschen eisig hinterlegt, die haben alle weggemüsst. Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht geschafft, wie blöd. Nee. Man muss das ja so gut wie möglich spielen, um eine gute Punktzahl zu erhalten. Deswegen fange ich gleich nochmal von vorne an. Ja, ich überlege gerade, ist das wirklich so gut? Ja, ich musste das machen. Voll gut. Das sieht doch jetzt schon mal wirklich gut aus. Oh, Mist, das hatte ich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich das so zusammenführen. Ja. 11 Züge. Das sieht jetzt wieder mal bitter aus. Man kann übrigens auch, wenn man gerade mitten unterm Spiel ist, aus dem Spiel rausgehen und einfach dann nochmal neu starten und dann hat man das Leben wieder. Das ist so ein bisschen gecheatet, weil erst nach dem Spielende wirklich gespeichert wird. Das heißt auch, wenn man irgendwelche Items hier benutzt, man bekommt die danach wieder. Man darf halt bloß nicht das Spiel enden lassen. Das wäre dann fatal, wenn man dann sich die Boni eigentlich speichern will. Ja, das sieht wirklich mies aus. Kein Wunder, dass ich da nur 2 Sterne bekommen habe. Aber da fällt auch schon so dummes Zeug nach, ne?
Nee, wir probieren jetzt ein neues Level, ja. Die 36, das hört sich doch toll an. Und wir nehmen das kleine Mädchen mit der Flamme. Wie hat die Zündel? Wie Miau Miau die Katzen. Erheben ihre Tatzen, sie heben ihre Pfoten. Die Mutter hat's verboten. Strubelpeter, oder? Also dafür stand das kleine Kind. Wie hatten die geheißen, die dann mit ihren Zinnhölzeln da alles abgefackelt hat? Eigentlich voll die krasse Geschichte. Also alle Geschichten von Strubelpeter. Also, ja, das habe ich jetzt ein bisschen so in Verbindung gebracht mit, genau, das Mädchen, das auch diese Flamme hier zeigt. Klasse. Ja, wir müssen diese Eisbatzen da zerstören. Und hey, schon geschafft. Ach, jetzt hoffe ich aber auf 3 Schneeflocken. Ja, sehr gut. Na, es könnte noch was werden mit dieser 500-Sterne-Trophäe. Ja gut, die ersten Level sind auch ziemlich einfach. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich da oft an diesem Spiel schon dran sitze. Wenn man wirklich kein Geld dafür ausgibt, dann muss man auch lange warten, bis man eben diese ganzen Boni bekommt. Ich sammle die ja eben, weil ich immer versuche, so viel wie möglich ohne Boni zu schaffen. Das war gut. Ich mag den darüber kriegen. Schaffe ich das irgendwie? Ja. Und jetzt muss ich den auslösen. Ja, ja, wunderbar. Und jetzt nur noch. Oh nein, ich hätte den irgendwie. Da war ich jetzt zu schnell. Verdammt, eine eine Rücktaste wäre eigentlich voll in Ordnung, fände ich. Vor allem, weil ich es jetzt total vergeigt habe, glaube ich. Nein, super, geschafft. Und auch wieder geil. Oh, das geht ja flott hier. Natürlich, wenn man ein Level geschafft hat, verliert man kein Leben. Wirklich nur, wenn man verloren hat. Und ich muss zugeben, ich habe Frozen ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich dachte mir immer, wenn es mal im Fernsehen kommt oder auf Amazon Prime oder sonst wo zu sehen ist, dann auf jeden Fall. Aber das zu kaufen. Im Kino habe ich es leider verpasst, muss ich ehrlich zugeben. Das Lied kenne ich in- und auswendig, ja. Das kommt ja hoch und runter, egal in welchem Land. Wobei mir die deutsche Version ziemlich gut gefällt, muss ich sagen. Also besser wie die englische. Und das ist jetzt blöd. Ah, nee, eigentlich ganz gut. Die muss ich halt irgendwie noch kaputtisieren. Oh, das war gut. Das war wirklich gut. Voll unbewusst. Jetzt muss ich bloß noch den hier irgendwie. Hey! Geschafft! Natürlich, umso öfter man das spielt, umso. Also, ich sage mal, besser wird man, weil man doch schon ein bisschen versteht, wie das Spiel funktioniert. Ganz am Anfang hatte ich ganz viele Probleme, weil Candy Crush. Also Candy Crush nebenbei spiele ich auch. Bin aber erst bei Level 1000 oder irgend sowas. Und das hypt mich gar nicht mehr, weil es gibt 2600 Level bei Candy Crush. Und die ganze Zeit dann nachzukommen, das ist doch bescheuert. Und außerdem gibt es keine Trophäen dafür. Ja, aber irgendwann lernt man das Spielprinzip. Man kann sich schon denken, hey, da kommen jetzt diese Farben runter. Und ja, irgendwie, das. Man kommt da schon irgendwie mit und bei diesem Freefall
kommt es mir oft so vor, dass da irgendwelche Farben kommen, die dir überhaupt nicht weiterhelfen. Das ist so extra, um das Spiel noch schwerer zu machen. Die haben das ein bisschen, ja, also man muss immer das spielen, was man eigentlich nicht spielen will. Und dann kommt, also so ist es bei mir, dann komme ich hier eigentlich doch relativ weit. Also, ja, hört sich blöd an, ist aber irgendwie so, ne? Bei mir. Ich muss meine Zunge drin lassen. Es tut mir echt leid, wenn ich nachdenke. Bin auch ein bisschen erkältet. Tut mir leid. Nur noch 7 Züge und noch relativ viel von links was frei. Geschaufelt gehört. Ja, das habe ich jetzt in klarer Fall komplett versagt. Das mag ich jetzt aber nicht nochmal spielen. Das hat mir nicht gefallen. Und ich habe doch nochmal gedrückt, dass ich spiele. Ich bin ja so ein Vollpfosten. Okay. Ja. Dann spielen wir jetzt was komplett anderes. Das Blöde ist auch, die Farben, genau, die kommen eigentlich so gleich wieder runter. Das heißt, man hat das eine Spiel gespielt und man hat vielleicht jetzt gesehen, die neue Aufstellung war genau identisch mit der davor. Weil jetzt habe ich es ein bisschen anders gespielt, habe ich schon voll die Funktion, dass ich hier jetzt diesen Fünfer Kristall bekommen, was ich ziemlich cool finde. Und ich noch nicht weiß, ob ich es mir aufheben soll oder doch schon verwenden. Ich habe nur so wenig Züge, gell? Ja, egal. Machen wir mal mit Grün. Oh ja, das ist ja klasse. Und dann hier. Und das gleiche nochmal. Hat sich das von selbst schon aktiviert? Aktiv. So, jetzt hat 8 Züge. Das dürfte doch zu schaffen sein, oder? In der Tat sieht ganz gut aus. Ein Zug mehr und ich hätte es geschafft, aber trotzdem wären eh keine 3 Sterne gewesen. Probieren wir das nächste Level. Ah, ich habe gar keine Leben mehr, das ist echt blöd. Nee. Ich kann es euch ja mal zeigen. Wenn man welche kauft, kann man da hier so... Ja, 5 kosten 1 Euro. Ach, man kann auch irgendwelche... Die ganzen Items hier so kaufen, die... auch ziemlich überteuert sind. Stell euch mal vor, ihr kauft es wirklich für 10,70 Euro Leben. Ihr habt dann viel Spaß mit dem Spiel für 70 Leben lang, aber... Die 10 Euro kann man sich doch schöner investieren. Also ist meine Meinung. Müsst ihr nicht so nachmachen, aber nee, keine Leben. Ja, das war's jetzt auch wieder. Wie viel? 4 Sterne habe ich jetzt weitergeholt. Oh, das ist ja echt erbärmlich. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis ich auf die 500 dann hochkomme. Ja. Ach, spiel mal lieber anders Spiel. Jetzt, um bessere Trophäen zu sammeln. Ja, aber mal so als kleiner Stand.
wie lange ich jetzt auch hier schon gebraucht habe für das Ganze. Das Blöde ist, man geht ja erstmal hier hoch und dann geht man wieder zurück. Ja. Also um alles zu schaffen, denke ich schon, dass man auf 100 Stunden plus kommt. Das immer so am Tag, so ein paar Stunden und dann... Ja, dann dürfte man die 100% von den Trophäen hier so erreichen. Und es dauert bei mir ja auch ein bisschen. Also mal gucken, wie lang, aber die 100%, die möchte ich schon, ja? Das habe ich mir schon als Ziel gesetzt. Gut, nee, dann machen wir doch einfach mit dem nächsten Spiel weiter. Würde ich mal sagen. Aber schön, dass ihr zugeguckt habt.